Applikationskarten können Sie aus der FarmBlick-Community ganz einfach mit einem USB-Stick auf Ihr Trimble-Display übertragen. Voraussetzung ist, dass die entsprechenden Freischaltungen auf dem Display vorhanden sind. Zum Exportieren öffnen Sie das Import-Export-Menü und wählen die Schaltfläche Export. Anschließend wählen Sie in der Feldliste die Felder aus, von denen Sie Applikationskarten exportieren möchten. Mehrfachauswahl erfolgt ganz einfach mit gedrückter Steuerungstaste. Wählen Sie im Reiter Datenart Applikationskarten aus. Im Reiter Vorhandene Daten werden Ihnen alle Applikationskarten angezeigt, die Ihrer Auswahl entsprechen. Hier können Sie ebenfalls nach Vorgang zum Beispiel Düngung, Pflanzenschutz, Aussaat sowie nach Jahren filtern. Wählen Sie die gewünschten Applikationskarten aus, indem Sie diese grün markieren, und wählen Sie als Exportformat Shape, als Ausgabeformat wählen Sie Trimble Präzision IQ, klicken Sie nun auf Daten exportieren, der Download startet automatisch. Diese Datei finden Sie im Standard-Download-Ordner Ihres PCs. Um die Shape-Daten auf das Trimble-Display zu übertragen, entpacken Sie die heruntergeladene ZIP-Datei einfach auf einen leeren USB-Stick. Die Ordnerstruktur muss nun wie folgt aussehen. Auf dem USB-Stick befindet sich der Ordner AG-Data, darin der Ordner Preskriptions. Hier finden Sie nun die vier zur Shape-Datei gehörenden Dateien. Stecken Sie den USB-Stick in Ihr Trimble-Display und wählen Sie im Hauptmenü die Schaltfläche Datenübertragung. Haken Sie auf der rechten Seite den Ordner Applikationskarten an und wählen Sie die Schaltfläche Kopieren. Wurde die Übertragung erfolgreich abgeschlossen, kehren Sie in das Hauptmenü zurück und wählen in der Feldauswahl Ihr gewünschtes Feld aus oder, wenn noch nicht vorhanden, legen es neu an. Bitte beachten Sie, dass ein zur Applikationskarte passendes Produkt im Trimble-Display hinterlegt und ausgewählt sein muss. Ebenfalls muss die eingestellte Höchstmenge höher sein als die höchste Ausbringmenge der Applikationskarte. Um Ihre Ausbringkarte in die FarmBlick Community rücklesen zu können, muss in den Einstellungen des Arbeitsgerätes die ISO-Aufzeichnung aktiviert sein. Beginnen Sie eine neue Aufgabe. Zum aktiven Arbeiten mit den Applikationskarten wechseln Sie nun mit dem Go-Symbol in den Arbeitsbildschirm. Hier klicken Sie in der rechten Auswahlleiste auf das RX-Symbol. Hier müssen Sie für Ihre Ausbringkanäle die jeweils passende Applikationskarte für Ihr Feld laden. Als Hilfestellung zeigt das Display Ihre aktuelle Entfernung zu den auswählbaren Applikationskarten an. Nach Auswahl der Karte haben Sie nochmals die Möglichkeit, Einheiten oder Faktoren wunschgemäß anzupassen. Durch anschließendes Tippen auf Speichern werden die Einstellungen übernommen und mit Zurück gelangen Sie wieder in den Arbeitsbildschirm und die Applikationskarte wird geladen.